Hi Leute, heute wollte ich euch ganz gerne zeigen, wie ihr unter Arch Linux herausfinden könnt, wie lange euer System zum Hochfahren braucht. Dazu müsst ihr keine Stoppuhr verwenden, das geht auch ganz einfach übers Terminal. Das geht bei Arch Linux und allen anderen Systemen, die System D benutzen. Dazu geben wir einfach ein System D minus Analyze, Analyse und drücken den Enter. Dann haben wir hier stehen Startup finished in 8,742 Sekunden etwa und das ist dann unser Wert. Ja, gut, ich hoffe, ich konnte euch denn relativ schnell helfen. Das Ganze ist recht langsam, da es auf einer virtuellen Maschine ist. Bei meinem richtigen Arch Linux ist es natürlich ein bisschen schneller, befindet sich auf einer SSD. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen und dann tschüss, bis zum nächsten Video.